Ein ganz normales Verwaltungsgebäude. Neungeschossig aus Glas und Stahlbeton. Ein nach Vorschrift gebauter solider Zweckbau. Dann richtet eines Morgens eine primitive Bombe unvorstellbare Zerstörung an. Innerhalb von 7 Sekunden fällt das Gebäude zusammen und 168 Menschen sterben. Mithilfe neuester Computertechnologie zeigen wir genau, was schiefgelaufen ist. Katastrophen passieren nicht einfach. Ihnen geht eine Folge von entscheidenden Ereignissen voraus. Wir enthüllen diese tödlichen Momente in den letzten Sekunden vor der Katastrophe. Die Vereinigten Staaten. Der Mittlere Westen. Kansas. 18. April 1995, 4.30 Uhr am frühen Morgen. Ein Lastwagen verlässt den Parkplatz eines Motels in Kansas. 3 Stunden später biegt er von der Straße ab und parkt neben einem See. Der Fahrer hat eine Mission gegen die amerikanische Regierung. Er füllt 13 200-Liter-Fässer mit einer tödlichen Mischung aus Chemikalien. Am nächsten Tag, dem 19. April, fährt er dem bei Ryder gemieteten Lastwagen mit seiner tödlichen Fracht auf der Route 77 Richtung Süden. Jede Stunde bringt ihn seinem Ziel näher. Auch das Datum ist bewusst gewählt. Vor genau 2 Jahren stürmten Regierungsagenten einen Gebäudekomplex einer militanten Sekte in Waco, Texas. Mindestens 75 Menschen starben. Während der Belagerung besuchte der Mann Waco, um den bewaffneten Widerständlern seine Solidarität zu zeigen. Er machte die US-Regierung für ihren Tod verantwortlich und schwor Rache. Sein Name ist Timothy McVeigh. 19. April 1995. In Oklahoma beginnt ein schöner sonniger Tag. Der morgendliche Berufsverkehr strömt in die Hauptstadt. 7 Uhr. Timothy McVeigh fädelt sich mit seinem Ryder-Lastwagen mit der tödlichen Ladung in den südwärts fließenden Verkehr auf dem Highway 77 ein. Vor ihm erhebt sich Oklahoma City. Ein regionales Zentrum im Herzen Amerikas, wo sich viele Regierungsbehörden ein Gebäude teilen. Das 9-geschossige Alfred P. Murrow Verwaltungsgebäude beherbergt 16 Regierungsbehörden, darunter die Stadtentwicklung, ein Rekrutierungsbüro der Army und den Secret Service. 18 Jahre zuvor erbaut, ist das Murrow ein modernes, zweckdienliches Bürogebäude mit einem Glasatrium vor einer Fußgängerzone neben der Robinson Avenue. Auf der Rückseite führt die Fifth Street an der Glasfassade vorbei. Im ersten Stock befindet sich eine Kindertagesstätte. Beschäftigte im Murrow oder anderer Büros im Viertel bringen ihre Kinder hierher, bevor sie zur Arbeit gehen. Eine von ihnen ist die 35-jährige Dolores Watson. An diesem Morgen ist sie früh dran, um ihren 20 Monate alten Enkelsohn PJ abzuliefern. PJ war sehr lebhaft. Er zog gleich sein Mäntelchen und die Jacke aus und wollte spielen. PJ geht zu den anderen Kindern in der Tagesstätte. Manche sind erst 6 Monate, das älteste ist 5 Jahre alt. Während des Tages konnte ich ihn besuchen. Ich konnte während meiner Arbeit nach ihm sehen. Dolores ist Kommunikationstechnikerin und kümmert sich oft um die Telefone im Murrow. Doch an diesem Morgen fährt sie ans andere Ende der Stadt zu einer Besprechung. 8.15 Uhr. McVeigh ist noch 35 Minuten vor der Stadt. Er fährt direkt Richtung Stadtmitte, zum Alfred P. Murrow Verwaltungsgebäude. Im zweiten Stock leitet die 59-jährige Florence Rogers die Federal Employees Credit Union. Sie freut sich darauf, ihre Kollegen zu sehen, denn es ist ihr erster Tag nach einem Urlaub. Ich war gespannt darauf, zur Arbeit zu gehen.
Ich hatte ein Treffen anberaumt mit ein paar von meinen Leuten vom Management. Ich freute mich darauf, die Fotos von meiner Kreuzfahrt zu zeigen und wollte wieder mit der Arbeit anfangen. 8.53 Uhr. Timothy McVeigh steht im Berufsverkehr, der die Straßen der Innenstadt verstopft. Vor 4 Monaten hat er sich das Murrah House als Ziel gewählt. Er plant, den mit Sprengstoff beladenen Lastwagen direkt neben das Haus zu stellen. 8.55 Uhr. Das Büro der Sozialversicherung ist im Erdgeschoss des Murrah. Dana Bradley, ihre Kinder, ihre Mutter und ihre Schwester stellen sich in die Warteschlange. Sie stehen nahe am Hinterausgang des Gebäudes, der auf die Fifth Street führt. Meine Mutter stellte sich für uns an, während ich mit meiner Schwester an der Tür stand und den Antrag für die Sozialversicherungskarte für meinen Sohn ausfüllte. 8.57 Uhr. Während McVeighs Lastwagen die Fifth Street entlang fährt, wird er von einer Überwachungskamera gefilmt. Er beugt sich nach hinten. In die Kabinentrennwand hat er ein Loch gebohrt, durch das eine einfache Zündschnur zu den Bombenfässern geht. Er zündet die Schnur. Jetzt hat er noch 5 Minuten, um den Lastwagen zu parken und wegzugehen, bevor die Bombe explodiert. 9 Uhr. Der Ryder-Lastwagen muss an einer roten Ampel halten, 90 Meter vom Ziel entfernt. Die Zündschnur brennt nur noch 2 Minuten. McVeigh fährt über die Harvey Avenue und hinter das Murrah-Gebäude. Dana Bradley, immer noch in der Warteschlange im Erdgeschoss, sieht den Lastwagen durch das Fenster. Ich drehte mich um und sah einen fahrenden Lastwagen. Direkt vor dem Büro der Sozialversicherung. Social Security Office. 9.01 Uhr. Im 2. Stock hat das Treffen von Florence schon begonnen. 8 Leute waren da. Ich war die 9. in unserer kleinen Gruppe. Im 1. Stock frühstücken PJ und die 20 anderen Kinder. Und im Erdgeschoss beobachtet Dana immer noch den Lastwagen. Der Fahrer stieg aus, ging nach hinten und lief an unserem Fenster vorbei. 9.01 Uhr und 30 Sekunden. Timothy McVeigh entfernt sich. Jetzt sind 361 Menschen im Murrah-Bürogebäude. Die Zündschnur brennt noch 43 Sekunden, bevor die Bombe explodiert. Timothy McVeigh parkt einen Lastwagen voller Sprengstoff neben dem Murrah-Verwaltungsgebäude in Oklahoma City. Mit Hilfe neuester Computertechnologie zeigen wir, was wirklich passiert ist, als die Bombe explodierte. 9.02 Uhr. Die Zündschnur brennt noch 13 Sekunden. 361 Menschen sind im Gebäude. Dana Bradley befindet sich im Erdgeschoss, in unmittelbarer Nähe der Explosion. Ich sah ein violettes Licht und dann war alles schwarz. Im 2. Stock hat Florence Rogers eine Besprechung mit 8 ihrer Mitarbeiter. Es gab einen Windstoß wie bei einem Tornado. Vor meinen Augen wurde buchstäblich alles weggeblasen. Ich wusste, das war's jetzt und fing an zu beten. Gott, bitte rette mich. Ich habe 2 Kinder, um die ich mich kümmern muss. Dolores Watsons Enkel ist in der Kindertagesstätte im 1. Stock, direkt über dem explodierenden Lastwagen. Die komplette Fassade des Verwaltungsgebäudes bestand nur aus Glas. Die Kinder waren hinter den Fenstern, direkt über der Explosion. Innerhalb von 7 Sekunden sind die 9 Stockwerke zusammengefallen und nur noch eine Ruine. Die Explosion verwüstet 324 Gebäude in einem Radius von 1,5 Kilometern.
Fenster zerbersten und Autos gehen in Flammen auf. Man kann die Explosion noch in 90 Kilometern Entfernung hören. Die Schockwelle wird mit Stärke 6 auf der Richterskala registriert, was einem schweren Erdbeben entspricht. Wenn Sie in der Innenstadt sind, haben Sie es wahrscheinlich selbst zu spüren bekommen. Aus allen Bezirken rasen Feuerwehrautos in das Stadtzentrum. Der Feuerwehrmann Chris Fields ist einer der ersten am Tatort. Fliehende Menschenmassen rannten uns entgegen und wir hatten keine Ahnung, was uns erwartete. Der Bezirksleiter der Feuerwehr, Mike Shannon, trifft 4 Minuten, nachdem er die Explosion hörte, ein. Es sah aus wie auf einem Schlachtfeld nach einem Granatenbeschuss. Wir waren alle sehr verstört. Er übernimmt die Leitung der Rettungstrupps, die in die gefährlich unstabile Ruine gehen sollen. Diese Art der Zerstörung kannten wir weder von Erdbeben noch von Tornados oder sonst was. Du lieber Himmel! Ein Drittel des Gebäudes wurde weggesprengt. Mehr als 5000 Quadratmeter Bürofläche wurden in 650 Kubikmeter Schutt verwandelt. Die hektische Suche nach Überlebenden läuft an. Auf den Überresten des zweiten Stockwerks starrt Florence Rogers, die Chefin der Credit Union, in ein klaffendes Loch. Ich fragte mich, was mit meinen Mitarbeitern passiert war. Sie wurden einfach weggewischt. Man holt Florence aus dem zweiten Stock herunter. Nachdem ich draußen war, brauchte ich ein paar Minuten, bis ich begriff, dass sie nicht weggerannt waren. Dass sie das Büro nicht verlassen hatten. All die Stockwerke über uns hatten sie einfach mitgerissen. Doch warum hat Florence überlebt, während ihre 8 Kollegen unter dem Schutt verschwanden? Die Antwort liefert einen wichtigen Hinweis für die Ermittler, die die Ursachen für diese Katastrophe suchen. Florence hat einen Schock. Fernsehkameras filmen sie. Sie steht orientierungslos in eine Decke gehüllt. 9.08 Uhr. 7 Häuserblocks entfernt hat Dolores Watson die Explosion gehört. Ihr 20 Monate alter Enkel PJ befand sich in der Kindertagesstätte im ersten Stock. Aber es gibt keinen ersten Stock mehr. Sie eilt mit anderen besorgten Eltern zum Tatort. Ich dachte, passiert das wirklich? Ich wusste, dass es wirklich passierte. Ich sah es ja. Aber ein Teil von mir weigerte sich zu glauben, dass das wirklich passierte. Die Rettungskräfte arbeiten sich durch Tonnen von verbogenem Stahl und Geröll und suchen verzweifelt nach Lebenszeichen in dem Schutt. Selbst der erfahrene Feuerwehrmann Mike Shannon ist vom Ausmaß der Zerstörungen erschüttert. Man versucht, die Gefühle zu unterdrücken und logisch zu denken. Aber dann denkt man doch daran, was man finden wird. Die ersten Überlebenden werden gefunden, darunter ein Kleinkind. Es wird ins Krankenhaus gefahren. Sein Zustand ist kritisch. Es ist PJ. Ich sah sein kleines Gesicht. Er war völlig verbunden und in Narkose. Aber da waren seine Arme, da waren seine Beine. Da war mein Baby. Sie sagten mir, seine Überlebenschancen wären gering und dass die nächsten 24 Stunden entscheidend wären. Uhr 20, 78 Minuten nach der Explosion. Während PJ auf der Intensivstation liegt und die Rettungskräfte versuchen, die Überlebenden zu bergen, überholt der State Trooper Charlie Hanger 97 Kilometer nördlich von Oklahoma City ein verdächtiges, ramponiertes, altes Auto.
Ich fuhr neben diesem gelben Mercury Marquis. Ich sah, dass er hinten kein Kennzeichen montiert hatte und hielt ihn an. Ein schlanker junger Weißer stieg aus und wir trafen uns ungefähr zwischen unseren Autos. Ich fragte nach seinem Führerschein. Als er den Führerschein aus der Tasche zog, sah ich eine Waffe unter seiner Jacke. Er sagte, meine Waffe ist geladen. Ich dachte, er wollte mich einschüchtern, also stieß ich ihn mit dem Lauf meiner Pistole an und sagte, meine auch. Ich nahm ihm die Waffe ab und warf sie auf den Seitenstreifen. Ich legte ihm Handschellen an und setzte ihn in den Streifenwagen. Officer Hanger überprüft den Führerschein des Mannes. Er war in Michigan ausgestellt und auf dem Foto war der Mann, den ich angehalten hatte. Sein Name war Timothy James McVeigh. Er nimmt den Mann wegen des fehlenden Kennzeichens und der geladenen Waffe fest. 10.28 Uhr, 86 Minuten nach der Explosion. Die Rettungskräfte am Murrah-Gebäude haben im Schutt etwas gefunden, diesmal kein Opfer. Sie sagten, sie hätten eine weitere Bombe gefunden. Panik bricht aus und die Rettungsarbeiten werden unterbrochen, während Sprengstoffexperten die Arbeit aufnehmen. 54 Minuten später geben sie Entwarnung, es war falscher Alarm. Die Retter haben wertvolle Zeit verloren. Sie nehmen ihre Arbeit wieder auf, während ihnen die Zeit davonläuft. 2 Uhr nachmittags. Dana Bradley ist bereits 5 Stunden unter dem Schutt eingeschlossen, wie diese Bilder zeigen. Blut sickerte durch den Beton, der auf mir lag. Das Blut von jemand anderem. Sie erinnert sich nur daran, dass sie mit ihrer Mutter und den Kindern im Erdgeschoss stand und den Ryder-Lastwagen beobachtete. Dana wurde schon vor Stunden gefunden, aber sie kann nicht bewegt werden. Ihr Bein ist unter einer massiven Betonzwischendecke eingeklemmt. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie zu retten. Sie sagten, die einzige Möglichkeit, mich herauszubekommen, wäre mein Bein abzuschneiden. Dr. Andy Sullivan, ein erfahrener Chirurg, eilt zum Gebäude. Ich sprach sowas wie ein Gebet, Gott sei bei mir, und kroch dann unter ein paar Stahlarmierungen in den Schutt. Ich hatte vor, mit scharfen Instrumenten den Unterschenkel durch das Knie vom Oberschenkel zu trennen. Ich war bei Bewusstsein, als sie mir das Bein abschnitten. Sie war wach und sie schrie. Sie sagten mir, es wäre so schlimm gewesen, es hätte ihnen das Herz gebrochen, mich so schreien zu hören. Ich kann mich nicht daran erinnern. Sie sagt, sie kann sich nicht daran erinnern. Ich hoffe, es stimmt. Es dauert 11 Stunden, bis alle Überlebenden geborgen sind. 168 Menschen sind an den Folgen der Explosion gestorben, darunter 19 Kinder unter 5 Jahren. Das Foto eines Babys, das aus dem Schutt geborgen wurde, wird zu einem Symbol der Tragödie. Das Bild wurde Sekunden nach der Übergabe des Kindes an den Feuerwehrmann Chris Fields aufgenommen. Ich stand einfach da, schaute auf das Kind herunter und wusste, jetzt wird jemand sein Baby vermissen. Es hatte eine offene Wunde am Schädel und mir war sofort klar, dass es schon tot war. Die Explosion und der Einsturz des Gebäudes hat jeden überrascht. Eine solche Katastrophe hat Oklahoma City bis dahin noch nicht erlebt. Das 9-geschossige Gebäude fällt in nur 7 Sekunden zusammen.
Mit den Daten der Ermittler können wir jetzt die tödliche Kette von Ereignissen analysieren, um herauszufinden, wie es zu dieser schrecklichen Tragödie kommen konnte. Modernste Computergrafiken führen uns an die Stelle, wo keine Kamera arbeiten könnte, mitten in die Zerstörungszone. Der Grad der Zerstörung zeigt deutlich, dass dies kein Unfall war, sondern das Resultat einer Bombe. Doch welche Art von Bombe verursacht solche Zerstörungen? Die Ermittler suchen als erstes am Tatort nach möglichen Spuren. Ein riesiger Krater in der Straße vor dem Murrah zeigt das Zentrum der Explosion. Dr. Paul Mellacher ist Bombenexperte der Armee und Mitverfasser des offiziellen Berichts über den Oklahoma-Anschlag. Wir benutzten die Größe des Kraters, um die Stärke der Explosion zu schätzen. Wir arbeiteten also rückwärts. Wir haben die Größe des Kraters, wie stark muss die Explosion gewesen sein. Der Bombenkrater hat einen Durchmesser von 9 Metern und ist 2,5 Meter tief. Wir schätzen, dass es ungefähr die Sprengkraft von 2000 Kilo TNT war. Das ist die Sprengkraft von 4 großen Bomben des US-Militärs. Nach Augenzeugenberichten stand der Lastwagen im Zentrum des Kraters. Für die Ermittler steht fest, dass die Bombe in dem Lastwagen war. Um die Explosion zu demonstrieren, wird ein Lastwagen mit der Hälfte des Sprengstoffs gefüllt, der an diesem Morgen an dem Murrah-Gebäude explodiert ist. Die Bombe, die in Oklahoma City explodierte, zerstörte alles in ihrer Nähe, auch das Fahrzeug, das sie transportierte. Doch schon eine Stunde nach der Explosion finden die Ermittler ihr erstes wichtiges Beweisstück. Ungefähr 100 Meter weiter finden sie die Achse eines Lastwagens, die zu keinem der beschädigten Fahrzeuge gehört. Könnte das ein Überrest des Fahrzeugs sein, das die Bombe transportierte? Auf dem verbogenen Metall finden sie die Seriennummer des Fahrzeugs. Das FBI findet heraus, dass sie zu einem Ford Lastwagen Baujahr 1993 der Ryder Autovermietung gehört. Die Ryder-Filiale in Junction City in Kansas vermietete den Lastwagen vor 2 Tagen an einen Mann namens Robert Kling. Innerhalb von 8 Stunden nach dem Anschlag erstellt ein FBI-Zeichner nach den Beschreibungen der Mitarbeiter ein Phantombild von Kling. Das FBI beginnt mit einer der aufwendigsten Fahndungen der amerikanischen Geschichte. Am Abend des folgenden Tages kommt der Durchbruch. Ein Motelbesitzer erkennt das Phantombild. Der Mann hielt sich vor kurzem in seinem Motel auf und fuhr einen Ryder-Lastwagen. Bei der Anmeldung zeigte er einen Ausweis auf den Namen Timothy James McVeigh vor. Doch wo ist er? Die FBI-Agenten entdeckten, dass ein State Trooper namens Hanger 2 Stunden nach dem Anschlag eine Computerüberprüfung dieses Namens durchführte. Sie finden heraus, dass der Mann erstaunlicherweise noch im Gefängnis sitzt, wegen Verstoßes gegen Verkehrsregeln und die Waffengesetze. Das FBI verhaftet McVeigh als Verdächtigen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Man ist in sowas verwickelt und alles kommt wegen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle heraus. 4 Monate später wird McVeigh in Oklahoma des Massenmordes angeklagt. Ich hätte mir das gar nicht vorstellen können, dass ein Amerikaner einen Terroranschlag auf Amerikaner ausüben würde. Das FBI findet heraus, dass es eine selbstgebaute Bombe war mit Zutaten, die jeder einfach kaufen könnte. McVeigh gesteht, dass er die Bombe aus Fässern baute, gefüllt mit Ammoniumnitrat, also Kunstdünger, und flüssigem Nitromethan, das als Treibstoff für Dragster-Rennen benutzt wird. Die ungefähr 3000 Kilogramm der tödlichen Mischung kosteten weniger als $5000. Doch die Frage bleibt, wie kann eine primitive, selbstgebaute Bombe solche Zerstörung an einem stabilen Gebäude aus Stahlbeton anrichten?
Eine Bombe explodiert vor dem Murrah-Verwaltungsgebäude in Oklahoma City. In nur 7 Sekunden fällt das Gebäude zusammen und tötet 168 Menschen. Es ist nicht nur eine menschliche Tragödie, sondern auch eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Das FBI ermittelt und fasst Timothy McVeigh als Täter. Jetzt konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Frage, wie kann eine simple, selbstgebaute Bombe solche Zerstörung anrichten? Gab es einen tödlichen Konstruktionsfehler am Murrah-Gebäude? Und sind ähnliche Verwaltungsgebäude vielleicht auch gefährdet? Die gefeierte Architektur des Murrah-Gebäudes basierte auf einer eigentlich sehr guten Konstruktion. Oklahoma liegt im mittleren Westen der USA, im sogenannten Tornado-Gürtel. Das Murrah-Gebäude ist aus dem stahlarmierten Beton gebaut, der auch in militärischen Bunkern verwendet wird. Es kann Windgeschwindigkeiten bis zu 160 Kilometer pro Stunde widerstehen. Die Ermittler analysieren die letzten Momente von McVeighs Anschlag Sekunde für Sekunde. Um 9.01 Uhr, nur 73 Sekunden vor dem Einsturz des Gebäudes, stellt er den mit Sprengstoff beladenen Lastwagen ab. Bewusst wählt er eine Stelle, wo seine Bombe den größten Schaden anrichten wird. Hinter dem Gebäude, direkt neben einer der 4 Säulen, die Stockwerke darüber abstützen. Die Bombe explodiert. In nur 7 Sekunden wird das Murrah in Schutt verwandelt. Schwerpunkt der Ermittlungen ist nun, was in diesen 7 Sekunden passierte. Die Ruine des Gebäudes enthält die wesentlichen Anhaltspunkte, die diese Frage beantworten können. Dr. John Osterhaas ist ein renommierter Statikingenieur, der sich mit einstürzenden Gebäuden beschäftigt. Meine Aufgabe ist es, das Gebäude sozusagen zu lesen. Ich kann mir ein dreidimensionales Bild machen von dem, was vorgeht. Dieses Bild zeigt mir dann, wie das Gebäude reagiert, das Muster, wie Träger und Pfeiler brechen. Für Dr. Osterhaas sind die geborstenen Decken und die verdrehten Pfeiler der Schlüssel dafür, wie das Gebäude kurz nach der Explosion reagierte. Diese Aufnahmen der Armee zeigen, was während einer Explosion passiert. Die erste Stufe ist die blitzschnelle Schockwelle der Bombe. Wenn die Energie der Bombe frei wird, komprimiert sie die Luftmoleküle und erzeugt eine Druckwelle. Diese Druckwelle ist schneller als der Schall und verursacht große Schäden. Die Druckwelle rast blitzschnell durch das Gebäude, also müssen wir ihre Auswirkungen Millisekunde für Millisekunde beobachten. Eine Millisekunde ist eine tausendstel Sekunde. In dieser Zeit kann ein Mensch 2-mal blinzeln und eine Gewehrkugel 1 Meter weit fliegen. Um zu verstehen, wie sich die Katastrophe entwickelte, benutzen wir eine einzigartige Computertechnik, mit der wir die Kette der Ereignisse verlangsamen. Wir werden die Druckwelle beobachten, wie sie durch das Gebäude rast, und die Frage beantworten, warum so viele sterben mussten. 7 Sekunden vor dem Zusammenbruch explodiert die Bombe. In der ersten Millisekunde kommt die Druckwelle ungefähr 5 Meter weit, breitet sich also mit 5 Kilometer pro Sekunde aus und trifft als erstes die Säule, neben der McVeigh geparkt hat. Die Techniker nennen diese Säule G20. Die Explosion trifft G20 mit ungeheurer Wucht. Dr. Malacker ist ein Sprengstoffexperte. Bei den Untersuchungen zu dem Anschlag führt er Sprengtests an maßstabsgetreuen Modellen von Betonsäulen mit den gleichen Materialeigenschaften wie G20 durch. Wenn die Druckwelle sich ausbreitet, übt sie einen enormen Druck auf alles aus, was sich ihr in den Weg stellt. Dr. Malacker hat errechnet, dass die Schockwelle die Säule mit einem Druck von 350 Kilogramm pro Quadratzentimeter traf und sie zerstörte.
kaputt. Ein Hurrikan mit einer Windgeschwindigkeit von 160 Kilometer pro Stunde übt weniger als 0,3 Kilogramm pro Quadratzentimeter aus. Der Explosionsdruck war also enorm. Dr. Mellacker und seine Kollegen füttern einen 100 Millionen Dollar teuren Supercomputer der US Army mit ihren Testergebnissen. Jetzt können sie die Druckwelle bildhaft darstellen und ihren Weg durch ein Gebäude wie das Murrah verfolgen. Sie sehen, dass eine Millisekunde nach der Zerstörung von G20 die hintere Glasfassade des Gebäudes getroffen wird. Die Fassade des Gebäudes setzte der Druckwelle so gut wie keinen Widerstand entgegen. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen des Militärs zeigen die Auswirkungen einer Druckwelle auf eine Glaswand. Die Fenster verwandeln sich in einen Hagelsturm aus tödlichen Scherben. Nachdem sie die Fenster zerstört hat, dringt die Druckwelle in den Eingangsbereich des Murrah, in das offene Atrium, wo Dana Bradley steht. Ich wusste, das war's jetzt, und betete. Der Hohlraum des Atriums verhält sich wie ein Trichter und führt die Druckwelle in das Gebäude hinein. Sie trifft die Unterseite des ersten Stockwerks mit 16.000 Kilometer pro Stunde. Tragischerweise befindet sich direkt darüber die Kindertagesstätte, wo der kleine PJ und 20 weitere Kinder spielen. 15 Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren werden getötet. Nach 8 Millisekunden erreicht die Schockwelle das zweite Stockwerk, wo Florence Rogers gerade ihr Meeting hat. Es war wie in einem schlechten Traum. Vor meinen Augen wurde buchstäblich alles weggeblasen. Die Druckwelle rast weiter durch das Gebäude. Der achte Stock wird nach 31 Millisekunden erreicht. So lange braucht ein Airbag nach einem Unfall, um sich zu entfalten. Doch während sie sich nach oben bewegt, verliert sie schnell an Energie. Die gelben Balken zeigen, wie die Zerstörungen mit fortlaufender Ausbreitung der Druckwelle abnehmen. Ab dem vierten Stock und darüber bleiben die Stockwerke intakt. Die Druckwelle ist vorüber, doch was jetzt passiert, richtet die größten Zerstörungen an. In weniger als 7 Sekunden stürzen die 9 Geschosse zusammen. Wer die eigentliche Explosion überlebt, wird jetzt, Sekunden danach, unter Tonnen von Beton begraben. Die Ermittler müssen herausfinden, was diese zweite Welle der Zerstörung verursacht hat. Eine gewaltige selbstgebaute Bombe zerstört das Murrah-Verwaltungsgebäude in Oklahoma City. 168 Menschen sterben, obwohl viele die eigentliche Explosion überlebt haben. Die Explosion zerstört nur die unteren Stockwerke des 9-geschossigen Gebäudes. Die Ermittler versuchen jetzt herauszufinden, warum auch die oberen Stockwerke zusammenfielen. Um dieses Rätsel zu lösen, untersuchen sie die ersten Augenblicke der Explosion. Als die Druckwelle sich ausbreitet, zerstört sie als erstes die Säule mit der Bezeichnung G20. Über den verbleibenden 3 Säulen liegt ein mächtiger Stahlbetonträger, der Hauptträger, der sich über die gesamte Gebäudebreite erstreckt. Dieser Hauptträger trägt die Last der darüber liegenden Stockwerke. Diese wiederum werden von 9 vertikalen Pfeilern getragen. Die 9 Pfeiler übertragen das Gewicht des Gebäudes auf den Hauptträger, der es dann gleichmäßig auf die 4 Säulen darunter verteilt. Zuerst glaubten einige Experten, dass die Explosion nicht nur die Säule G20 zerstörte, sondern auch 2 weitere Säulen unter dem Transferträger. Ohne den Halt der Säulen wäre der Hauptträger zusammengebrochen und hätte die oberen Stockwerke mitgenommen.
Doch die Position des Hauptträgers im Schutt widerspricht dieser Theorie. Er ist nicht nach unten gefallen, was passiert wäre, wenn die zwei Säulen zusammengebrochen wären. Stattdessen liegt der Hauptträger im Gebäude, als wäre er hineingezogen worden. Er lag in dem Schutt hinter den Säulen. Er wurde also von den Säulen getragen und lag dann hinter den Säulen. Für Dr. Osteras und seine Kollegen liefert die Lage des Trägers den entscheidenden Hinweis. Jetzt können sie nachvollziehen, was in diesen 7 Sekunden nach der Explosion passiert ist. Die Explosion zerstört G20, aber nicht die anderen 3 Säulen und den Hauptträger. Das Gebäude ist noch intakt und die Druckwelle schießt durch das Atrium des Murrah und trifft die Zwischendecken darüber mit einer Geschwindigkeit von 16.000 Kilometern pro Stunde. Das Murrah hat 8 Stockwerke aus Stahlbetonplatten, die mit den 9 vertikalen Pfeilern verbunden sind. Doch der Boden des 2. Stocks ist auch mit dem Hauptträger verbunden, der die Pfeiler stützt. Das wird dem Gebäude zum Verhängnis, als die Druckwelle hindurchrast. Dr. Eve Hinman, eine Expertin für Explosionen, arbeitete mit Dr. Osteras an den Ermittlungen. Die Betonplatten der Zwischenböden könnte man mit einem Segel vergleichen. Wie auf einem Segelboot, weil sie so viel Fläche haben, auf die die Explosion einwirken kann. Die Druckwelle hob die Zwischendecken der unteren Stockwerke an. Der Druck setzte ein, hob die Deckenplatten an, die scherten von den tragenden Pfeilern ab, dann kam die Schwerkraft zurück und sie fielen zusammen. Innerhalb von Millisekunden kollabierten die Platten der Zwischendecken vom 2. bis zum 5. Stock. Etwa 100 Millisekunden nach der Explosion, so lange braucht ein menschliches Gehirn, um ein Bild zu erkennen, stürzen der 3., 4. und 5. Stock auf die Betonplatte des 2. Stocks, die immer noch an dem Hauptträger befestigt ist. Durch dieses zusätzliche Gewicht gibt der 2. Stock jetzt auch nach. Doch die Verbindung zum Transferträger ist immer noch intakt. Er wird jetzt von der fallenden Bodenplatte von den Säulen gerissen und ins Gebäude gezogen. Meine Theorie ist, als die Zwischendecken herunterkamen, zogen sie den Hauptträger nach innen. Und er rollte ab. Als die Bodenplatte des 2. Stockes wegbrach, zog sie an der oberen Ecke des Hauptträgers und drehte ihn heraus. Dem hatte er nichts entgegenzusetzen. 100 Millisekunden nach der Explosion wird der Hauptträger durch das fallende 2. Stockwerk herausgedreht. 200 Millisekunden nach der Explosion. Der fallende Hauptträger leitet ein, was die Ingenieure progressiven Kollaps nennen. Der progressive Kollaps ist eine Zerstörung, die sich von der ursprünglichen Zone der Zerstörung hinweg ausbreitet. 1 Sekunde nach der Explosion. Der progressive Kollaps beginnt, das Murrah-Gebäude zu zerstören. Du stößt einen Dominostein an, der fällt und stößt den anderen an und so weiter. Jetzt hat man diese fortschreitende Kettenreaktion. Der Hauptträger ist der 1. Dominostein des Murrah-Gebäudes. Er stützt die Pfeiler, die wiederum die 6 Stockwerke darüber halten. Ohne den Hauptträger sind die oberen Stockwerke ohne Halt und das Gebäude fängt an zusammenzufallen. Die Schwerkraft braucht dann noch ungefähr 5 Sekunden, um das Gebäude komplett einstürzen zu lassen. Nach 7 Sekunden ist alles vorbei. Länger braucht der 8. Stock nicht, um die 31 Meter hinunterzustürzen. Mehr als 5000 Quadratmeter Stahlbeton türmen einen 2 Stockwerke hohen Schutthaufen auf. Es ist nicht die Druckwelle, die die Menschen verletzt. Das Gebäude verletzt die Menschen. Unter den Menschen, die durch das zusammenfallende Gebäude getötet werden, sind auch die 8 Mitarbeiter von Florence Rogers, die mit ihr im 2. Stock waren. Als die Zwischendecken wegbrechen, überlebt sie nur,
weil sie direkt über einem Pfeiler sitzt, der unversehrt bleibt. Ich bemerkte gar nicht, dass ein kleines Stück des Bodens nicht wegbrach. Jemand erzählte mir, es wäre ein nur 45 cm breites Stück gewesen. Die Ermittler wissen nun, warum die primitive Bombe von McVeigh eine solche Zerstörung anrichtete. Doch hätte man das verhindern können? Heute ist man sich der schrecklichen Tatsache bewusst, dass eine Investition von nur $100.000 die Konstruktion des Gebäudes vor dem Zusammenbruch bewahrt hätte. Der 19. April 1995 ist ein Tag, den Oklahoma City nie vergessen wird. An diesem Tag sterben 168 Menschen durch eine gewaltige Bombe in einem Lastwagen, die neben dem Murrah-Verwaltungsgebäude explodiert. Doch hätte der verheerende Zusammenbruch verhindert werden können? Eine neue Studie hat ergeben, wie sich das Murrah-Gebäude verhalten hätte, wenn es nach den kalifornischen, erdbebensicheren Baubestimmungen gebaut worden wäre, die in Oklahoma nicht vorgeschrieben sind. Das Ergebnis? Mit einer weiteren Säule wären nur die unteren Stockwerke zerstört worden. Die Computersimulation zeigt, dass das Gebäude intakt geblieben wäre. Nach den Vorschriften für Erdbebensicherheit wäre das ganze Gebäude mit wesentlich mehr Stahlarmierungen verstärkt worden. Dieser zusätzliche Stahl hätte das Gebäude zusammengehalten und das tödliche Versagen des Hauptträgers verhindert. Der katastrophale progressive Kollaps hätte nicht stattgefunden. Die Kosten dafür hätten $100.000 betragen, ungefähr 1% der ursprünglichen Baukosten. Die Studien zeigen, dass 4 von 5 getöteten Menschen wahrscheinlich überlebt hätten. Doch 1977, als das Murrah-Gebäude gebaut wurde, konnte sich niemand vorstellen, dass es einmal das Ziel eines terroristischen Anschlags sein würde. Bei vielen Überlebenden dieses schrecklichen Tages sind die Narben noch immer nicht verheilt. PJ ist eines von nur 6 überlebenden Kindern der Tagesstätte. Seine Großmutter Dolores Watson verbrachte viele Stunden neben PJs Bett auf der Intensivstation. 9 Jahre lang lebte er mit einem Tubus in seiner Luftröhre, damit er atmen konnte. Erst 2003 wurde er entfernt. Ich habe einmal gesagt, wenn der Tubus entfernt wird, dann kann PJ den Schritt vom 19. April zum 20. April machen. Doch jeden Tag, wenn dieses Kind in den Spiegel schaut, sind die Narben noch da. Als der zweite Stock zusammenbrach, verlor Florence Rogers 18 ihrer 33 Kollegen bei der Credit Union. Nichts war mehr wie zuvor und wird es auch nie wieder sein. Es verändert dein Leben für immer. Sie warb neue Mitarbeiter und baute die Firma wieder auf. Danach ging sie in den Ruhestand. Die zusammenstürzenden Stockwerke töteten Dana Bradleys Mutter, ihren Sohn und die 3-jährige Tochter. Dana hat die Notamputation ihres Beines überlebt. Monate der Behandlung folgten und Dana hat sich wunderbarerweise gut erholt. Oh Mann, das war... Ich konnte wieder laufen. Ich stolzierte den Gang entlang. Und je mehr ich laufen wollte, desto mehr bedeutete mir das Leben wieder etwas. Die Überreste des Murrah wurden 5 Wochen nach dem Anschlag gesprengt. Fünf Jahre später wurde an dieser Stelle eine Gedenkstätte eröffnet, um an die 168 Toten dieses Tages zu erinnern. Das Denkmal erinnert an den exakten Zeitpunkt der Katastrophe. Die Straße, auf der der Lastwagen parkte, ist verschwunden. Sie wurde durch einen See ersetzt. Jeder Stuhl steht für ein verlorenes Leben.
gleich ob Mann, Frau oder Kind. Auf der anderen Straßenseite wurde 2003 ein neues Verwaltungsgebäude eröffnet. Es ist hochmodern. Bei der Konstruktion hat man die Lehren vom 19. April berücksichtigt. Es hat keinen Sinn, die Gebäude so stabil zu bauen, dass sie noch stehen würden, wenn alle Menschen im Inneren bereits tot wären. Es geht darum, Leben zu retten. Die Lobby. Der Eingang, der so viel Energie der Explosion ins Innere des Mirror geleitet hatte, ist nun durch 2 Zentimeter dicke Stahlschilde geschützt. Die Fenster sind aus schockgeprüftem, nicht splitterndem Glas der neuesten Generation. Doch der effektivste Schutz gegen eine Wiederholung der Tragödie ist gleichzeitig der billigste. Rammsichere Poller rund um das Grundstück verhindern, dass jemand in der Nähe des Gebäudes parken kann. Diese einfache Maßnahme hätte Timothy McVeigh daran gehindert, seinen Lastwagen bis zum Mirror zu fahren und die folgende Zerstörung verhindert. Timothy McVeigh wurde des Massenmordes für schuldig befunden und durch eine tödliche Injektion am 11. Juni 2001 hingerichtet, 74 Monate nachdem seine Bombe 168 Menschen getötet hatte. Doch Tatsache ist, man kann kaum etwas tun gegen einen entschlossenen Terroristen, der sich vorgenommen hat, unschuldige Menschen zu treffen. Die meisten Bürogebäude dieser Welt sind genauso ungeschützt wie das Mirror. Würde eine Bombe vor ihnen explodieren, würden sich die Gebäude genauso katastrophal verhalten wie das Mirror in diesen tödlichen 7 Sekunden um 9:02 Uhr an jenem 19. April 1995.